Hallo meine Lieben, ja, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Wir werden heute gemeinsam eine Liebeslegung machen. Dazu schauen wir in die Gedanken und Gefühle deines Herzensmenschen rein und auch die möglichen nächsten Schritte. Ich werde zuallererst, bevor ich die drei Ebenen auslege, zwei Hauptenergiekarten ziehen mit dem Engel der Liebe-Orakel und dem Tarot. So, hier sind schon mal gefallen die Flitterwochen und Probleme in der Familie heilen. Und dann schauen wir noch eine Karte mit dem Tarot. Die Acht der Schwerter haben wir hier. Ja, hier geht es erstmal darum, also hier ist jemand, entweder ihr beide oder aber dein Herzensmensch in einem selbstgebauten Gefängnis eingesperrt. Ja, hier sind Probleme in der Familie angezeigt. Das können durchaus entweder Probleme unter euch sein, aber auch natürlich auch Kindheitsthemen noch aus der Vergangenheit sein, sage ich jetzt mal, die deinen Herzensmensch tatsächlich noch in so einen Gefängnis eingesperrt haben. Auf der anderen Seite finde ich schön, dass hier Flitter Wochen angezeigt sind. Ja, das heißt hier im Endeffekt auch, dass hier auch schöne Zeiten angezeigt sind. Hier muss man halt einfach vorsichtig sein, dass das nicht von kurzer Dauer ist, weil diese Probleme, die hier in der Familie angezeigt sind, könnten eben auch immer wieder so zu einem Rückfall hindeuten. Aber da schauen wir jetzt einfach auch näher rein in die Gedanken deines Herzensmenschen. Dazu ziehe ich drei Karten. Was denkt dein Herzensmensch? Der Teufel, der Tod. Hier hat sich noch eine umgedreht. Ja, das sind ja drei Karten. Also wir haben hier, ich nehme auf jeden Fall Klärungskarten. Ja, wir haben hier Verkettungen. Hier die Königin der Kelche, da bist auch schon du gefallen. Auf den Tod, der Ritter der Schwerter und auf die Vier der Kelche. Das Ass der Münzen. Ja, was ich hier auf Anhieb wahrnehme, hier kommt dein Herzensmensch tatsächlich nicht von dir los, ja? Mir kommt es tatsächlich so vor, dass hier vielleicht sogar auch eine toxische Energie herrscht in eurer Verbindung. Können auch Süchte vorhanden sein, das heißt, es muss nicht immer eine Drogensucht sein, es können auch einfach eine Fernsehsucht, Handysucht, egal, es kann in allen Richtungen sein, alles, was man exzessiv einfach auch macht. Aber auch hier kriege ich diese toxische Energie rein. Und zwar habe ich das Gefühl, dass dein Herzensmensch so quasi auch deine Emotionen, weil du hier sehr warmherzig, sehr weichherzig, sage ich mal, sehr emotional bist und sehr einfühlsam bist, dass dein Herzensmensch, kleinen Moment, dazu tendiert, dich als Energiespeicher auch zu nehmen. Tatsächlich kriege ich das rein, dass das dieser Mensch auch für dich mehr oder weniger auch ein Energievampir sein könnte. Ja, das bekomme ich hier tatsächlich rein, dass du so ein Nährboden für gute Gefühle für deinen Herzensmenschen hier bist. Ja, hier vor allem mit dem Teufel und mit der Königin der Kelche, was eben auch resultierend aus diesen vergangenen Themen hier auch angezeigt wird, Probleme in der Familie heilen. Ja, vielleicht hatte, weil ich bekomme ja auch tatsächlich so eine leicht narzisstische Ader durchgezeigt, also angezeigt, und vielleicht hatte dein Herzensmensch selber oder ist in einem narzisstischen Haushalt groß geworden, sodass er jetzt selber dazu auch diese Neigungen auch hat, diese Prägungen mitbekommen hat, ja. Dann haben wir hier den Tod. Der Tod ist an sich eine gute Karte, weil man eben auch so, sag ich mal, das ist wie so eine Wiedergeburt, ja. Man lässt dieses alte Ego hinter sich und reitet einfach so zu dieser Sonne, zu diesen neuen Angewohnheiten. Aber hier haben wir eben auch den Ritter der Schwerter, der sich noch eben dagegen wehrt, gegen diese tiefe Veränderung. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass dein Herzensmensch zurzeit noch nicht so weit ist, in diese Neugeburt, in diese neuen Verhaltensweisen reinzugehen. Und auch hier mit den Vier der Kelchen, ja, ich habe das Gefühl, auch wenn dieses Geschenk ihm gereicht wird, auch was du bereit bist zu geben, sage ich jetzt mal, habe ich das Gefühl, dass dein Herzensmensch aus mangelndem Selbstwert
tatsächlich nicht diese Münze annehmen kann. Ja, da ist wirklich so, ich nehme hier eine Gegenwehr wahr. Auch sieht man hier ganz schön, dass dieses eigengebaute Gefängnis hier auch angezeigt wird. Und dieses toxische Verhalten bekomme ich hier sehr stark durch. Ja, und gerade hier haben wir ja auch die Flitterwochen. Das kann natürlich dann auch sein, ne, wie so Zuckerbrot und Peitsche, was ich hier reinbekomme. Das heißt, dein Herzensmensch, weil ich das Gefühl habe, er saugt so ein bisschen von deiner Warmherzigkeit ab, weil er das selber innerlich gar nicht so spüren kann. Das bekomme ich hier tatsächlich rein. Wirft er immer mal wieder so ein Zuckerstückchen durch, ja, damit, sage ich jetzt mal, du quasi so an dieser Kette hier gehalten wirst, ja. Schau bitte, ob du in Resonanz mit dieser Legung gehst. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil das sind hier allgemeine Legungen auf YouTube. Aber zurzeit tatsächlich wehrt sich dein Herzensmensch noch gegen diese Veränderung. Ja, dass er da wirklich noch in diesen alten Verhaltensmustern stecken bleibt zurzeit. Und ich bekomme hier tatsächlich auch einen geringen Selbstwert durch, ja, und das führt natürlich hier auch zu diesem toxischen Verhalten. Und ich nehme hier eben wahr, dass dein Herzensmensch hier doch sehr tiefe Dinge, Blockaden lösen darf, die sehr tief sitzend sind bei ihm. Genau, wir schauen mal, was die Gefühlswelt denn sagt in Bezug auf dich. Hier ist eine gefallen. Ja, die Sonne, genau, das sehen wir ja auch schon hier auf der Gedankenebene. Na, du gibst ihm das, was er selber nicht spürt in sich. Ja. Und auch hier die Liebenden, also die Herzebene in deine Richtung, die ist an sich sehr gut, aber hier auch diese Wehr dagegen. Und ich bekomme hier immer wieder diesen Selbstwertmangel durch. Ja. Das habe ich ja auch schon hier oben gesagt. Dein Herzensmensch, das, was er selber nicht spürt, versucht er von dir so ein bisschen abzuknapsen, ja, weil du für ihn hier einfach eine sehr warmherzige Person bist, ein sehr liebevoller Mensch, der deinem Herzensmensch einfach auch das Gefühl von Geborgensein gibt, das, was er vielleicht nie erfahren hat oder selber sich selber auch nicht geben kann, ja, auch hier mit den Liebenden. Er hat schon tiefe Gefühle für dich, das auf jeden Fall. Auch dieses Liebespärchen, was hier abgebildet ist. Und hier haben wir eben auch zweimal diese Liebe liegen. Aber dein Herzensmensch scheint hier sehr stark in seinem Ego zu sein, in seinem Verstand zu sein. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass dein Herzensmensch tatsächlich keinen direkten Zugang zur Zeit zu seinem Herzen hat. Das ist sehr abgeschnitten hier. Ja, und deswegen hier auch diese unterbewusste Gegenwehr gegen dieses Geschenk eigentlich, was ihm hier gereicht werden könnte, auch durch dich, aber total unfähig zurzeit, dieses auch dauerhaft annehmen zu können. Ja, das nehme ich hier wahr. Also hier ist dieser Herzensmensch sehr stark in seinem Ego, sehr stark in seinem eigenst hochgebauten Mauern gefangen. Ja, als wäre da wirklich um das Herz herum eine Riesenmauer, auch wenn hier diese tollen Gefühle sind, aber diese Gegenwehr, sich es nicht wert zu sein, sind hier stark vorhanden. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, was die kommenden nächsten Schritte anzeigen. Der Hierophant, die 6 der Kelche und noch eine Karte. Und hier auch wieder der Ritter der Schwerter. Dazu nehme ich auch Klärungskarten. Genau, an der Unterseite sehe ich hier, das kann ich ja auch noch mal rauslegen, das Rad des Schicksals war hier. Auf den Hierophanten bitte. Die 10 der Schwerter. Auf die 6 der Kelche. Der Herrscher und auf den Ritter der Schwerter. Der König der Stäbe. So, also hier geht es auch tatsächlich darum, wie sind die kommenden Schritte? Ich habe hier die 10 der Schwerter mit dem Hierophanten und gerade in dieser Verbindung nehme ich hier einen riesen Lernprozess wahr. Durch diesen Schmerz, ja, dieses Zuckerbrot und Peitsche, dieses Hin und Her. Auch wenn du das vielleicht nicht spürst, dass dieser Mensch irgendwo auch da drinnen leidet in diesem selbstgebauten Gefängnis und sicherlich auch du, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, ist das hier mehr oder weniger auch eine sehr toxische Energie, habe ich das Gefühl,
dass dieser ganze Schmerz auch bei deinem Herzensmenschen hochkommt, weil er ist ja total in sich eingesperrt. Schaut doch mal auf den Gedanken, ja, ist er total in der Gegenwehr, in seinem Ego, auf der Herzebene, aber spürt er diese Wärme in seinem Herzen, ja, in Bezug auf dich. Und da ist überhaupt nichts im Einklang, sage ich jetzt mal, bei deinem Herzensmenschen. Da hat er einen riesen Lernprozess. Ja, wirklich auch sich nochmal diese ganzen Verletzungen anzusehen. Wir haben ja hier oben auch Probleme in der Familie heilen, wo ich jetzt hier auch tatsächlich diese Kindheitsthemen wahrnehme, ja, die sehr tief sitzen bei deinem Herzensmenschen, die ihn eben dazu veranlassen, ob bewusst oder unterbewusst, sei jetzt mal dahingestellt, sich aber trotzdem toxisch verhält, ja. Und hier geht es jetzt in den nächsten Schritten vor allem darum, dass dein Herzensmensch Dinge aufgezeigt bekommt, einen Spiegel vorgezeigt bekommt, die ihn dazu veranlassen, auch in einen Lernprozess reinzurutschen, ob gewollt oder nicht gewollt, aber der wird da ganz schön reingepresst, ja, genau. Und ja, hier haben wir auch noch mal den Herrscher mit den 6 der Kelchen. Es kann natürlich auch sein, dass bei euch Kinder im Spiel sind, das kann auch sein, aber primär nehme ich hier eben auch diese Kindheitsthemen wahr, aber auch natürlich die Erinnerungen, ja, die dein Herzensmensch an dich hat, immer wieder diese Erinnerungen an dieses warme Gefühl auf der Herzgegend, ja, wir haben hier den Herrscher auch als Klärungskarte, was mir jetzt hier natürlich auch sagt. Es kann sein, dass dein Herzensmensch, weil ich sag mal, diese Verletzungen sind von heute auf morgen auch gar nicht so wirklich aufzuarbeiten. Also das schaffen die wenigsten Menschen, diesen Gedankenschiff zu machen, ne? Weil wir sehen auch auf den Gedanken, ist er noch gar nicht bereit dafür, diese Dinge in die Veränderung bringen zu wollen. Aber in den kommenden Schritten wird er immer wieder daran erinnert, an diese tiefe Verletzung, sage ich jetzt mal, die wiederum auch du ja dann in dir trägst durch dieses toxische Verhalten, ja, dass hier ein Riesenlernprozess angezeigt wird. Und hier, der Herrscher ist ja auch ein Mensch, ja, der hat sehr viele Erfahrungen, Lebenserfahrungen schon gemacht, auch sicherlich sehr viele Schlachten schon geschlagen im Leben. Und hier geht es jetzt einfach auch darum, dass dein Herzensmensch wieder zurück in die Selbstbestimmtheit kommt, aber auch teilweise die Tendenz dazu hat, sage ich mal weiterhin, trotzdem auch sehr ichbezogen zu handeln, egoistisch zu seinen eigenen Vorteilen auch zu handeln, ja. Und auch hier haben wir den Ritter der Schwerter mit dem König der Stäbe, was mir jetzt hier sagt, dass, sage ich jetzt mal, dieser Herzensmensch immer auch wieder mal einen Schritt hier auf dich zukommt, weil ich das Gefühl habe, dass dein Herzensmensch auch, wenn er sich was in den Kopf setzt, das mit Ach und Krach auch durchsetzen möchte, ja, und auch hier sehr charismatisch auf dich zukommen wird. Also ich nehme das tatsächlich so wahr, das ist ja, sind ja auch hier die Flitterwochen, dass hier schon auch, sag ich mal, etwas Charmantes wieder auf dich zukommt. Aber das ist hier eben auch primär mit dieser an der Leine halten, ne? Gerade hier mit dem Teufel, weil ich das Gefühl habe, dass dein Herzensmensch sich durch dich lebendig fühlt, warmherzig fühlt, zumindest für eine kurze Zeit, weil er das selber nicht in sich trägt zurzeit. Und wir haben hier auch das Rad des Schicksals. Da möchte ich jetzt eine Klärungskarte. Da sind 2 gefallen, die 9 der Stäbe und die 9 der Kelche. Genau. Ja, hier haben wir auch dann noch mal die Veränderung angezeigt. Ja, hier die 9 der Stäbe sprechen ja auch dafür, dass man einfach aus der Vergangenheit ja sehr mitgenommen ist, sage ich jetzt mal, viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, dadurch auch irgendwie total geschwächt ist. Ich sag mal, wenn ein Mensch zu solchen toxischen Eigenschaften neigt, dann natürlich schwächt das auch denjenigen, der toxisch sich verhält. Ja, das ist ganz klar. Das wird auf jeden Fall, selbst wenn man sich das vielleicht bewusst nicht eingestehen möchte, aber unbewusst spürt das ein Mensch, ja. Und hier haben wir auch die 9 der Kelche. Das heißt im Endeffekt, man hat hier schon den Wunsch, dass sich das hier alles so zum Guten wendet, dass das alles hier sich auch aufbaut, ja. Die Frage ist eben, inwieweit geht dein Herzensmensch tatsächlich in den Lernprozess? Weil ich sehe hier wirklich eine tiefe Verletzung, dieses eigene Gefängnis, dieses Toxische.
Und vor allem hier für dich einfach, dein Herzensmensch wird nochmal sehr charismatisch hier auf dich zukommen, wie wahrscheinlich auch es schon in der Vergangenheit einfach war, weil er hier einfach auch mit Ach und Krach sich das nehmen möchte, was er dann auch zu diesem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, möchte, ja, vom Gefühl her einfach auch möchte, weil du bist hier einfach auch die Königin der Kelche. Und was auch sehr oft ist, dass sehr empathische, warmherzige, mitfühlende Menschen, sehr emotionale Menschen, auch tatsächlich oft auch diese Menschen irgendwie anziehen, ja, weil diese Menschen in dir etwas sehen, was sie selber nicht in sich tragen. Und da musst du auf jeden Fall immer schauen, dass du auf dich sehr achtest, ja, dass du wirklich auf deine Gefühlswelt und dein Wohlbefinden auch achtest und auch wirklich dann, wenn du es nicht schon tust, wirklich auch lernst, Grenzen zu setzen bis hierhin und nicht weiter, weil ich muss jetzt auch auf mich achten, dass ich nicht von einem Energievampir ausgesaugt werde, ja, genau. Ja, meine Lieben, das war ja ein Liebesorakel, heute mit sehr toxischen Energien. Schau bitte immer, ob du in Resonanz gehst. Das muss hier nicht für jeden von euch sein. Ja, vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei. Aber diese Botschaft hier sollte jetzt hier an jemand bestimmten oder einigen bestimmten Menschen gehen, die vielleicht nochmal diese Verbindung hinterfragen oder nochmal schauen, inwieweit dieses toxische Verhalten noch weiter mitgemacht werden kann überhaupt, auch vom Energiespeicher einfach. Genau. Ja, dann habt ein ganz tolles Wochenende und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.